Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wie ihr seht, One Piece. Diesmal also Pirate Warrior 4. Ich guck mal, ob die Aufnahme läuft. Die Aufnahme läuft auch, jo. Ich werde das jetzt mit einer hohen Daten, mit einer hohen Videobitrate aufnehmen. Ich werde kein Intro, kein Outro machen, ich werde nichts schneiden. Ich lade reines Gameplay zu YouTube hoch, damit es auch nicht komprimiert ist, damit ihr so nah wie möglich an meinem Erlebnis dran seid. Falls es HDR hat, ich werde es ohne HDR hochladen, weil ich nur ohne HDR aufnehmen kann, weil, wie gesagt, meine Kamera ist ja hier irgendwo mit bei. Automatisch speichern, naja, das kennen wir ja schon. Müssen wir es mal neu anlegen, weil wir haben ja noch nichts. Ich bin heute auch noch nicht ganz fit, muss ich auch dazu sagen. Wir fangen mal auf einfach an, würde ich sagen. Beim Start automatisch laden wollen wir auch, ja. Vibration wollen wir auch anhaben. Fertig. Ich bin schon gespannt drauf. Weil jetzt ist es ja, ist ja Kaido mit bei. Cooler Ladebildschirm, gefällt mir. Und der 1000 Sanne. 1000 Sunny, Mensch. Kann sein, dass es jetzt durch die Corona-Krise und Internetausfällen sein kann, dass die Verbindung nicht hergestellt werden kann. Sage ich ja. Frankies Logbuch, Schatzlogbuch. Downloads. Wir gucken mal, was uns der PSN Store bietet. Ob da überhaupt schon irgendwelche Downloads da sind? Ja, ist noch nichts da. Gut, dann bestätigen wir mal Geschichte. Angriff hast ein Viereck. Sturmangriff Dreieck. Okay, die beiden. Naja. Wieder gleich, kriegen wir hin. Cool gemacht. Ah, der rote Shanks. Bei Big Mom soll hier auch mit bei sein. Soll sehr spielbarer Charakter sein. Hey, 人の話聞いてねえのかバカザル。カイドウを倒すのは俺だ。どこだ。カイドウ。俺より周りの敵を片付けるのが先だろ。まともに進めねえ。あとカイドウをぶっ飛ばすのはこの俺だ。 Steht jetzt auf meiner Seite? Habe ich da jetzt was verpasst?
Die Steuerung ist schön schnell und präzise. Also ich finde One Piece Pirate Warrior finde ich immer wieder cool. Okay. Alles klar. Okay, weiß. Ist eher so wie in Dynasty Warriors. Oh, ein Samurai. Ja, drei Anwesen. Oh, Big Mom. Big Mom, もうついたのか? こうなったら先にあいつをぶっ飛ばそう。よだまなんだ。カイドを倒す邪魔をしやがったら承知しねえぞ。スペシャルアングル。 Achso, falsch, R1 ist ja das. Du bescheuert, ey. Oh, yes.
Mann. Entschuldigung, ich kann gerade gar nicht so viel quatschen hier. Passiert gerade so viel Action. Also ist es nicht mehr so träge wie die letzten Teile. Also die letzten Teile, da waren immer so Passagen, wo es halt nicht so. Okay. お前の首取らなきゃ落としまいがつかねえ。だったらお前もここでぶっ飛ばす。誰だろうと、俺はもう逃げねえ。最悪の世代、生意気なガキどもが。俺に盾つくんだね。運行がどうした。てめえらを倒す覚悟で俺は海に出たんだ。 Dadurch, dass Big Mom so groß ist und wenn ich mich auf sie fixiere, verschwinde ich ab und zu ein bisschen hinter den Häusern. Aber die arbeiten doch jetzt zusammen, also im japanischen Comic, also im Anime. Eigentlich arbeiten die schon zusammen. Ja, keine Chance gegen Keule, habe ich mir schon gesagt. Oh, echt jetzt? Snakeman? Leck mich am Arsch. Hier vier gekriegt. Oder? Das hält nicht lange an, das ist das Problem. Die Gierformen, die gehen immer ziemlich auf der Konsistenz. Also im Manga jemals. Und danach ist er dann erstmal eine Weile nicht mehr einsetzbar. Jetzt sehe ich gerade nicht, wo meiner ist. Ja, ist er. Ja, dadurch, dass sie. Also in den Engpassagen ist es ein bisschen bescheuert. Da kann man hier teilweise Charakter nicht richtig sehen. Ob er sich noch verwandelt? Der hat ja ohne Teufelsfrucht gefressen, Kaido. Kaido ist, kann sich zum Drachen verwandeln. Und die Narbe an der Seite ist durch Oden Kozuki. Vom Kozuki-Clan. Oder Kozuki? Kozuki-Clan war, glaube ich. Ich kann mir meinen Namen so schlecht merken. Oh. Ja. Gold Roger, genau. Der Einzige, der die komplette Grand Line befahren hat und die auch die allerletzte Insel besucht hat, Unicorn, auch bekannt bei einigen unter dem Namen Lufthail. Im deutschen Anime, also was wir in Deutschland sehen,
auf ProSiebenMax. Ah, der rote Shanks. Da geht nicht schon am Bug vom Schiff. Sag ich ja. Da sind sie ja gerade dabei. Sanji ist verschleppt worden, jetzt wollen sie zu Big Mom. お前なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。おお、俺たちを超えるのか。 この帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。光を上げろ。大晴れ。出発だ。そして少年の冒険は 10年後のこの場所から始まる。10年後。あ、だ、これ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 
Alabaster no Hief. Kroko Kuni no Kroko Mazwa. Hanna Sora Matawa. Ach Quatsch, überspringen, ja. Ich treffe auf Smoker. Kreis ist Piratenjäger, okay. Ach, das sind jetzt Inseln, okay. Mal gucken, hier sind wir jetzt. Ach nee, das ist der Fähigkeitenbaum von Zorro. Angriffskarten. Zauberkarten. Okay. Na, der Chopper ist doch schon da. Kinemon? Hab ich nicht gesehen? Aber kann nicht sein.
Selbst wenn es in der Story jetzt später wäre, würde ja Ace nicht mehr da. Würde Ace ja nicht dabei sein. Ach, das ist Big Ace oder was? Nee, aber er ist mal die Wand noch weg. Das ist halt immer blöd bei solchen Spielen. Man konzentriert sich doch, wo man hin will. Aber ein Problem ist,
So, wenn ich gerade nicht so viel quatschen kann, aber... Ach so, das ist die. So gerade überlegt, wer das ist. Das ist von Smoker da, die. ここまで追ってきて、てめえらを逃がすわけにはいかねえんだよ。めんどくせえ、うちでね。タジ、てめえどこ行ってやがった。すみません、道に迷ってしまって。
スモーカー大佐と連絡が取れん。浮原はどこだ。今のうちに敵を撒くぞ。 さっきのやつはお前の兄貴なのか。あれが中学生講座だ。エースは俺より3つ上だから3年早く島を出たんだ。しかし兄弟揃って悪魔の実を食っちまってるとは。とにかく強えんだエースは。勝負して1回も勝ったことなかった。 Ach, so schön. Hat er noch gelebt. Also, wo Ace gestorben ist. Ace! Also, Hashtag noch Spoiler, weil das ist eigentlich Hinweis und bekannt. Denke ich mal auf Victor. Ach Gott. Ah, Goita Domo. Mirasa. Uchino-Totoga Ace? Ja, Mottak. Tonika, so ist es Motoro. Also, die Vibra-Karte, ja, ja. Ich will nicht so viel. Das ist eigentlich die Story. Ich will nur wissen, wie ich jetzt war. Oh, A-Rang. Ja, vielleicht hätte ich noch ein bisschen schneller sein können. Ich muss erstmal rinfuchsen. Okay, Sanji muss noch ein bisschen stärker werden. Zweiundzwanzig mal, sieben mal, neununddreißig mal, zwölf mal, drei mal, vierzehn mal. Okay. Ah, das kenne ich doch. Die Silhouette, das kann doch nur Sabo sein. Der dritte Bruder. Sanji freigeschaltet. Ich würde mal überspringen, ich will euch die. Das wäre jetzt zu viel zu lesen. Ich will nur von der Steuerung noch ein bisschen was mitkriegen. Also, ich habe das Gefühl, es läuft flüssiger als der Teil davor. Das kann aber jetzt nur meine persönliche Einschätzung sein. Ja, Sabo. Sabo, jetzt schon? Der kommt da erst viel später. Oder, 受けたまわりました.
Eigentlich kommt Sabo erst auf Dressrosa dazu. Zu der Zeit wusste der Sabo noch gar nicht, dass Ruffy sein Bruder ist und Ace. Weil Sabo hat das Gedächtnis verloren. Nachdem der Weltaristokrat da sein Schiff abgeschossen hat. Deswegen hat er halt auch dem Sicht die Narbe. Also habt ihr jetzt nicht gesehen, ihr seht das später. Oh, Leben mache ich mal hier alle drauf. Ah, da habe ich zu wenig. Oh, Ticker. Tickerchen! Was denn los, Digga? Der bricht heute schon den ganzen Tag. So. Was denn los, Diggerchen? Hast du ja irgendwas gefressen, was du nicht sollst, wa? Kannst alles verstecken vor dem Kater, der findet trotzdem immer noch das, was er nicht soll. So, jetzt sind wir ja. No, sir. Na, Sanji kämpft sich auch ganz gut. Ja, muss ich? Ich geh nicht durch, habe ich gedacht, das wird halt versteckt. So. Hallo! So, und jetzt haben wir noch hier das. Wieso hat der eine Brille auf? Auf den Weg machen, wo ich hin soll. Verschwende hier zu viel Zeit. Hier
らへんじゃ見ねえか。悪いな、少しの間眠ってもらうぜ。俺の名前はミスター・プリンス、覚えとけ。なんでロックさんだ。おい、お前知らねえか。知ってるさ、俺が騒ぎの張本人だぞ。トリエポッパートレスト全員シュート。アジェルアジトール。トリエポール。Also an sich kämpft er sich ja nicht mehr so schlecht, das war nicht. Fehlt da noch was? Oben leuchtet es noch rot. Oi, oi, ga Mr. Prince da na. Sabari ya gatte. Kakugo shiro. Namae ga shirete kita na. Kono chibushi da. Wajemu wa chito. Wajemu wa chito. Ksu. Wajemu wa chito. Wajemu wa chito. Alle weggeräumt. Oh, jetzt kommt Kobe da hin. ボスだな。見つからぬように橋を渡ろう。橋の前の奴らを片付けりゃ一丁上がりだ。トリエでボールコートレット整備。コアンドリール1号トア。おいおい、ゴーミステクジョン。うわぁ、お前がミスター・プリンスか。よくも俺様をコケにしてくれたな。やべ、なんとかして待たねえと。Das ist aber auch ähnlich, hat er jetzt. Jetzt hat er schon wieder Schutzschild, ey. Ich will dich nicht
Er hat das schon wieder. Wie hartnäckig ist denn der, ey? Immer noch nicht. Jetzt aber, oder? Und dann ist aber Schluss. Wir sind schon viel zu lange dabei. Ah, hier. Oh, so, der ist jetzt auch weg. So. Jetzt sollen wir hier lang. Ah, hier ist noch eine Frucht, die nehmen wir uns mit. So. Wir wissen, was passiert. Also wir kommen gar nicht hoch. Ob hier noch ein Schatz versteckt ist? Meint ihr? Nee, sieht nicht so aus. ルフィさんたちは檻の中なの。早く鍵を探し。あれは。あ、ミスター3。Aber Krokodil ist stärker. Der Krokodil ist ja sowieso der Anführer, aber. Ach ja, jetzt kommt ja noch ein Korridor. Ne, doch nicht, wir haben es geschafft. Hoho! Oh, Level 2.
Quatsch, jetzt ist es. Vorhin hat er sich tausend, Sani. Jetzt ist es Flying Damn. Ist mir gerade aufgefallen. Und jetzt haben wir halt den nächsten Kampf. Den machen wir jetzt aber nicht. Outfit ändern. Ist doch der gleiche, oder nicht? Episoden-Outfit, normales Outfit. Ich gehe mal hier zurück. Frank ist locker. Was haben wir dann? Da können wir dann praktisch das alles nochmal neu spielen. Schatzlockbuch. Tommy. Okay. Hier kannst du verschiedene. East Blue. Ist aber noch verschlossen, okay. Wir haben aber Schlüssel. Gehen wir aber mal wieder zurück. Also ich finde es echt gut gemacht, muss ich sagen. Ich hatte am Anfang, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt später im Verlauf der Story ist. Nee, stört mein Kabel hier, ey. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Verlauf der Story sein wird. Aber wenn Big Mom da ist, dann ist es alles so hoch, weil sie so groß ist, ist es echt, da war ich stellenweise echt den Überblick verloren. Ich habe 14% der Galerie, 8% der Story. Wir können ja nochmal versuchen, uns anzumelden. Vielleicht kriegen wir da irgendwie etwas Spezielles, ich weiß es nicht. Ich finde es echt gut gemacht. Für mich, also ich muss persönlich sagen, ich finde es an manchen Stellen nicht mehr so schwerfällig wie die Vorgänger. Das ist aber jetzt nur mein persönlicher Eindruck. Ob es jetzt nur wirklich so ist, kann ich euch jetzt bei bestem Willen nicht verraten. Das ist jetzt nur so mein erster Eindruck. Die Charaktere sind wendig, flink. Man kommt überall hin. Man hat auch nur zwei Attacken. Also zwei Knöpfe für Attacken. Und dann halt, wenn man dann R1 drückt, hat man halt nochmal Vierer und so was. Das habt ihr ja eben gesehen. So ist es echt ganz cool gemacht. Bloß halt, ich weiß jetzt nicht, wie es später im Laufe der Story aussieht. Aber jetzt am Anfang, wo wir gegen Big Mom gespielt haben, habe ich ja eben schon gesagt, weil sie so groß ist und die Gänge teilweise ein bisschen eng waren, hat man so ein bisschen den Überblick verloren und ich habe meinen Charakter nicht mehr gesehen. Und das ist ein bisschen doof, wenn man nicht weiß, wo man hinrennt. Aber das ist jetzt halt nur am Anfang gewesen. Mal gucken, wie es sich jetzt im Laufe der Story rausstellt. Ich bin mal gespannt. Das soll jetzt soweit für das Anzocken gewesen sein. Ich wollte eigentlich nur eine halbe, dreiviertel Stunde anzocken. Ich bin jetzt schon wieder bei einer Stunde. Das werden wir auf jeden Fall bestimmt noch öfter spielen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir das vielleicht mal im Stream abends so ein bisschen durchdaddeln. Müssen wir mal gucken, vielleicht macht man ja auch Platin, ich weiß es nicht. So, Stream tue ich auf Twitch, Odin_Ase, Link in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Stream oder im nächsten Video wieder. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.